Guten Abend, die Herrschaften, und willkommen zurück zu Emperor. Es ist schon Ewigkeiten her, seit ich, zumindest gefühlt, seit ich aufgenommen habe. Und deswegen müsst ihr es mir bitte entschuldigen. Müsst ihr es mir bitte entschuldigen? Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ist das ein ordentlicher deutscher Satz? Keine Ahnung. Falls ich gerade ein wenig ahnungslos sein sollte. Das Lagerhaus ist äußerst schlau platziert. Guangzhou fordert ein Handelsabkommen, natürlich. Warum habe ich das Hand in Hand? Warum habe ich das da platziert? Also kann man ja kaum trottelig einmachen. Aber ich habe eine Idee, wie man es besser hin platzieren kann. Jupp, habe ich. Das, eins nach da, das. So hin. Eins, zwei, drei, plupp. Da geht der Weg ja nicht weg, das heißt, die können weiterhin ungestört hier rumlaufen. Dann noch mal das mal. Ernsthaft? Na egal. So. Aber eben trotzdem drei Lagerhäuser. Gut, die Stadt ist noch ziemlich jung, sieht man. Handel Guangzhou eröffnet. Schön. Ob wir das schon gemacht haben, oder ne? Verkauft Reis. Haben wir Reis? Was haben wir denn? Sojabohnen, Weizen, Hanf. Sonst nichts schlecht. Also, Salz kaufen wir schon mal. Hirse kaufen wir schon mal. Braucht man da dann wirklich noch Reis? Lass mal nicht, ne? Muss man nicht irgendwas. Ja. Gut, dann ist Guangzhou sehr schön hier für die ganze Sache. Die beiden sind nicht an. Die beiden sind nicht weiterentwickelt. Das kann ich nicht dulden. Wieso? Wieso ist das schon? Ich glaube, die sind einfach zu unwirkungsvoll. Muss ich mal ein paar Statuen hinklatschen. Löwen. Und hier Soldaten, 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 Soldaten. Das finde ich jetzt aber nicht schön. Vielleicht, wenn ich einzeln die hinmache. Nope. Da fehlt nicht mehr viel. Ja, es geht doch. Dann klatschen wir es meinetwegen noch hier hin. Natürlich wird was? Tendenz sinkend? Nicht gut. Gesundheit nicht mehr optimal. Nein! Wieso? Hier sind alle Balken ganz oben. Ach nee, hier nicht. Kräuterkundige war hier. Also nicht kürzlich, sondern schon etwas länger her. Du musst dich entspannen. Das nicht gut. Dann müssen wir wohl oder übel die Straße hier wieder anbinden, die ich letztes Mal so wundervoll wieder eingebaut habe. Solange sie überall noch rumlaufen können. Okay, der Wasserträger hat es gerade bewiesen. Die können überall noch rumlaufen. Und die Stadtgesundheit ist wieder exzellent. Sehr gut. Oh, wir haben viel zu viele Arbeitslose. Was brauchen die? Hanf. Ja, stimmt, die Hanfform haben wir gar nicht aktiviert. Oh mein Gott. Können wir Hanf irgendwie verkaufen? Wo haben wir Hanf? Export. Nein. Gut, das heißt, wir machen mal nicht allzu viel an. Hier kommt. Was zum? Ich will gar nicht so viel anmachen. Eins, zwei, drei und nochmal. Ah, eins. Zwei. Drei. Sind irgendwelche Gefahren? Nicht wirklich. Nein. Das können wir auch anmachen. Stahl. Wieso? Brauche ich nicht. Ich meine, wir können Waffen machen, juhu, aber. Die Frage ist bloß, wo ist der Stahl? Ah, hier. Sieht eigentlich schön aus, ne? Aber es ist nicht so schön, deswegen machen wir mal hier eine Waffenschmiede hin. Ja, komm. Fackeln mal da nicht so lange und machen das Ganze einfach mal hier.
einfach mal eine kleine Waffenschmiede hin. Die schmiede dann schon mal vor sich hin. Gut, jetzt müssen wir an sich nur warten, dass Hanf noch nachkommt. Dauert bloß ein bisschen. Ach so, übrigens, ich habe doch vor 3 Millionen Jahren habe ich doch mal, oder bin ich doch mal hier drauf eingegangen, leeres Land habe ich doch, glaube ich, mal rechtsklicken gemacht. Und ja, leeres Land ist in den Städten von China sehr kostbar. Ich glaube, ich bin darauf irgendwie eingegangen, warum, dass ich gesagt habe, warum auch immer das so ist. Ich habe das anscheinend nicht wirklich verstanden, weil in den Städten von China sehr kostbar, ist doch klar. Hätte mir die ganze Zeit klar sein müssen. Es ist deshalb kostbar, ganz einfach, weil es so selten ist. In Städten von China, erinnert euch an diese Riesenstädte, auch wenn es damals noch nicht so groß war, aber China war schon damals ein großes Reich eben, ne? Und deswegen ist es sehr kostbar, weil es eben selten ist. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Wunderschön einfach. Können wir vielleicht nicht doch hier die großen Statuen setzen. Na, die haben viel weniger Effekt. Nun gut. Dann packen wir die mal anders hin. Geht doch. So, mach mal hin. Ich finde es auch toll, dass ich meine Maus hier habe und da gerade dann der Tooltip ankam. Kashgar können wir nicht erobern. Wieso? Da können wir Keramik verkaufen, das ist gut. Da können wir Waffen verkaufen, das ist gut. Da können wir Stahl kaufen, das ist super. Und dann können wir das jetzt wieder verkaufen und Waffen und Salz. Dann können wir auch wieder Waffen verkaufen. Geschnitzte Jahre. Ja, das ist schön. Das ist sehr schön. Oh. Ciao, Jun. Ja. Manche werden sich denken, what the fuck, what the fuck, what the fuck. Aber das hat alles seinen Grund. Nee, Tao, den brauchen wir jetzt nicht verehren. Denn Chao Yun, kann man ja mal vorlesen. Chao Yun fertigt für den Himmel jährliche Berichte über den Haushalt an. Familien ehren den Küchengott das ganze Jahr über, insbesondere aber am Neujahrsfest, da man davon ausgeht, dass er dann zum Himmel aufsteigt und seinen Bericht anfertigt. Familien bieten ihm für die Reise klebrige Süßigkeiten an. Klebrig. Nein. Wenn Chao Yun in der Stadt aktiv ist, halbiert die Baukosten von Häusern und Nahrungsmittelläden. Uninteressant. Chao Yun kann Nahrungsmittelläden segnen, indem er ihre Nahrungsmittelqualität um eine Stufe erhöht. So wird fade Nahrung beispielsweise zu einfacher Nahrung und so weiter. Das ist super für unsere Anwesen. Und das Neujahrsfest ist kostenlos, wenn er aktiv ist. Darüber hinaus liefert er köstliche Nahrungsmittel in jedes Haus, bei dem er vorübergeht und agiert als Priesterfußgänger. Und das ist super. Wo kauft die Frau ein? Und da. Oh, das ist schon unsere Hohlenmühle. Dann senken wir das mal hier. Das ist für meinen Geschmack ein bisschen zu viel Sojaquark, der hier lagert. Gesundheit ist perfekt und steigert sich. Ist fast perfekt. Wenn es perfekt und steigern wäre, das wäre ein wenig mysteriös. Das geht überhaupt nicht. Was? So, ich dachte schon. Ui, das wird ein Spaß. So, haben wir vorgesorgt. Da haben wir vorgesorgt. Wir brauchen auch noch Stahl. Was müssen wir jetzt alles machen?
Verziertes Warhaus. Es kommen jetzt haufenweise Leute dazu. Bevölkerung von 4000. Ja, werden wir definitiv schaffen. Exporte, ja, ja. Gut, das heißt, ich würde mal sagen, ich mache hier mal einen Handels-, einen Wirtschaftsast auf. Manche werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, warum ich das so komisch hier mache, so anlege, zum Beispiel nicht hier hinsetze. Das mache ich wegen dem Feng Shui. So, jetzt haben wir natürlich Arbeit da nötig. Nein, nicht. Und es steigert sich und es steigert sich und es steigert sich. Und wir können, wir werden definitiv hier hinten noch eine Stadt dran setzen. Noch einen dritten Markt. Gesundheit nicht mehr optimal, nicht schön. Aber es ist exzellent, was hast du denn? Zugang zum Akupunkteur, ne? Das sehe ich schon wieder als Problem. Oh, tut mir leid. Puh, was machen wir denn? Besondere Geschenke. Oh. Halt, stopp! Na. Vielleicht sollten wir die Bauern einziehen lassen. Denn ein arbeitsloser Dingsbums. Ein arbeitsloser Palast ist nicht gerade gut für die Tiere, denn dort, denn dann rennen die einfach gerne mal weg. Das ist nicht schön. So, hier klatscht mal wieder ein Akupunkteur hin. Nötigen Keramiken. Oh ja. Hier machen wir nochmal einen an. Es kommen jetzt immer mehr dazu. So, wer verkauft denn jetzt uns schon das Zeug? Verkauft Jade. Ich kann mir das super verkaufen. Werde ich, glaube ich, beides machen gleich. Guangzhou. Ist auch super. Gut. Also, Kashka und Guangzhou. Nein, Moment. So. Kashka können wir hier hinklatschen. Denn, Lulan wurde angegriffen. Oh. Jingdu in der Stadt Lulana. Ich brauche. Hä? Willst du mich verarschen? Lulan. Ach da. Doof, ne? Tja, ich habe keine. Sorry. Und in einem Monat werde ich das definitiv nicht hinbekommen. Das kannst du vergessen. Würde ich zwar gerne tun, aber nee. Achso, nee, das muss ja dahin. Nee. Das ist suboptimal. So, das können wir aber wegmachen. Hey, warum ploppt hier immer irgendein komisches Zeug auf? Und Display Fusion, das mag ich nicht. Ich bin auf der Weiterreise. Aber ich komme mit Sicherheit wieder, um zu handeln. Das möchte ich auch hoffen. Wir haben haufenweise Keramik. Gehen wir diesmal ein bisschen. Gut, haufenweise haben wir nicht, aber ein bisschen. So, Jade. Machen wir, übertreiben wir am besten nicht mal gleich. Nicht Lackware, geschnitzte Jade. Was mache ich denn? Viel teuer brauchen wir das ja nicht machen. Oh, da habe ich mich verguckt. Guangzhou, du bist ein bisschen ungünstig. Verkaufswaffen kauft. Das ist nicht schön. Braucht, wir verkauften uns Stahl. Produziert Stahl, wir produzierten Stahl. Chang'an macht gar nichts. Oh, Lulan. Ja, es ist ungünstig. Ja, das ist ungünstig. Sehr ungünstig. Hier können wir das auch wieder anmachen.
Maulbeerbaum, wo pflanzt man den hin? Hier Seidenrobbenhütte. Mach ich einfach mal hier hin. Pupp. So, wunderschön. Hier pflanzt man noch einen Inspektorturm hin. Das ist mir ein bisschen zu unsicher sonst. Hier kann man noch mal wegen Waffenschmiede hin platzieren. Los. Weg mit euch. Kaschkarke auf mehr Gewürze, ja. So, geht schneller. So, ja, ich könnte das mal hier. Pferdeschnitzerwerkstatt, das wäre mal günstig zu bauen. Blub. Machen wir mal wegen am Ende hier noch so einen Inspektorturm. Können wir ja, falls wir noch mehr brauchen, wegreißen. Aber ich denke, wir brauchen nicht mehr Zeugs hier. Also, wir machen nämlich ziemlich viel Miese. Hm. 2000 Personen, jojo, schön. Und noch für 1000 Personen weitere. Das ist auch schön. Gut. Mach mal. Fällen wir hier Holz? Würde ich eher weniger sagen. Tauchen zu spät ein. Ja, tut mir leid. Das tut mir leid, aber ich hab nun mal nicht früher irgendwas gehabt, ne? So, hier machen wir mal eine schicke Sperre rein, genauso wie hier. Gut, ich überziehe noch nicht. Das ist auch mal schön. Ich versuche jetzt mal so viel Holz wie möglich mal da zu lassen. So, ich mach gleich mal hier ein Lagerhaus hin. So, lauf mal weg, mein Freund. Stopp. Besiegte Soldaten? Nix ist mit besiegt. Die sind doch nicht besiegt. Was laberst du denn? Oh. So. Ruf denn hier irgendwer auch einfach an. Geht doch nicht. Bin ich denn? Achso, ich dachte schon. Ich dachte, das wären jetzt meine Soldaten, die einfach mal so eiskalt weggehen. Und tschüss. Ist aber noch irgendwas stillgelegt. Ne, das können wir wieder auch in Betrieb nehmen. Na komm, machen wir noch einen Sohn vor. Und dann machen wir auch mal die hier an. Die Steuereintreiber, das wird mal Zeit. Das Geld brauchen wir. Ich meine jetzt, wir haben noch 35.000, aber das geht ganz schnell, Alter, wenn wir so weitermachen. Können wir auch die Taoistenschreine anmachen. Na. Da auch noch. Wir haben noch genug Arbeitskräfte. Wir hatten nicht mehr. Ist ein bisschen läppisch, ne? Hier muss definitiv noch einer hin. Oh. Schon so lange her. Na ja. Wow, das ging schnell. Schwupps. Taoismus ist schon auf Mittel. Schwankt die ganze Zeit zwischen gut und exzellent. Wo hapert es denn schon wieder? Ja, du kannst auch nach Hause gehen, wenn du die ganze Zeit nur 2 Meter nach vor, 2 Meter zurück gehst. Jetzt wo ich gucke, dann entwickeln sie sich wieder sofort weiter, ne? Ja, das sind mit der Richtigen. Nee. Oh, wir fällen ja recht schnell ab. Wir werden demnächst wahrscheinlich auch wieder ein bisschen Überschuss haben. Von Holz.
prophezeie ich einfach mal. Plups, und die ist gleich begeistert. Soll mir auch recht sein. Achso, ja, wir müssen na, Waffen importieren. Stahl. Nummer 2, weil die Waffenspinnen sind, glaube ich, noch ein Stück langsamer sogar als die Jadeschnitzereien. Okay, das kann man ein Stück höher machen. Unsere Lagerhäuser füllen sich immer mehr. Das war zu erwarten mit dem. Das war zu erwarten, dass das alles hier knackvoll mit dem Keramik wird, mit der Keramik wird. So, da können wir Holz exportieren. Das ist ja schön. Du kannst mal wegen Tier fangen. Hast du was zu tun? Seide? Haben wir eigentlich. Ja. Machen wir mal ein bisschen. Eigentlich können wir das auch so machen hier. Passt da noch? Würde da noch eine Mühle hinpassen? Nee. Schlicht. Nee. Ach komm. Wenn wir hier eine kleine Reihe an Handfeldern abreißen, macht das auch nichts. Und hier können wir. Läuft einfach hier dazwischen. Und hier können wir dann einfach nochmal annehmen. Aber von allem nicht allzu viel. Da können sie dann hier rein spammen und hier können sie dann ein bisschen mal etwas weniger reinhauen. Na, lassen wir das mal auf 8. So, ja, Quark haben wir genug. Ich weiß nicht, ob man noch hier einen. Das finde ich nicht schön. Spiel gespeichert. Sehr gut. Mache ich auch mal. Plups, plups, plups. Na gut, das war falsch. Vielleicht die falsche Seite. Plups, plups, plups. Bevölkerung von 4000. Ach, richtig, ja. Wirklich mal entspann dich mal. Frag mich, wo man. Mach mal eigentlich mittlerweile Plus? Ja, mittlerweile schon. Letztes Jahr haben wir ein bisschen Minus gemacht. Ein bisschen. Ja, wir bräuchten mal Waffen, ne? Na gut, ein bisschen bilden die ja schon aus. Viel mehr können wir aber noch nicht machen. Was machen die denn hier? Die sollen ja nicht die Seite da abliefern, das ist nur für Holz. Moment mal. Lieren. Die sollen nur Holz annehmen. Das wird hier bitte nur mit Holz zugespammt. Nee. So. Dingel, 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 dingel. Okay, ich höre schon auf. Und tschüss. Ach, die hat einen Panda gefangen. Ist ja auch nett. Keramik können wir selbstverständlich verkaufen. Was machen wir denn noch? Was können wir denn noch verkaufen? Holz, nee, Hanf. Ach stimmt, habe ich schon nachgeguckt. Das können wir nur opfern. Bad. 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 Nova, nerv nicht rum. Nova. Ah, 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 ah. Witzig. Dann klatsch mal eben noch zwei Hanfläden hier hin. Wir haben doch genug. So. Taoismus ist nur gut, das ist schlecht. Da. Direkt neben einem Taoistentempel kriegen sie es nicht gebacken, das dahin, den Taoismus daneben sich zu bringen. Was ist da der Sinn?
Ich verstehe es nicht. Hier kriegst du noch ein bisschen Zeug. Wow. Das waren aber viele. Na gut, die ganzen Handfläden, ja. Ich verstehe schon. Gut, die arbeiten auch. Da können wir mal ein bisschen mehr einkaufen. Können wir auch ein bisschen mehr exportieren. Schließlich haben wir irgendwo anders ja noch geschnitzte Erde zu verkaufen. Das Lagerhaus ist zugespammt mit Keramik, juhu. Ciao Jun. So, jetzt kann ich euch das mal auch mal zeigen. Was die Mähne. Guck mal, jetzt haben wir nichts. Nichts. Ja, da müssen wir ein bisschen warten. Ich zähle die Tage bis zum Ende des Jahres, damit ich dies dem Jadekaiser berichten kann. Okay. Dann mach das mal. So, jetzt kauf schneller ein. Gut. Lass mal die erstmal einkaufen. Puh, was machen wir denn jetzt am besten? Ich würde gerne mit der zweiten Stadt anfangen. Und zwar nicht mit der hier oben Stadt, um 4000 Leute reinzuquetschen, sondern meine Adelstadt. Ja. Ja, die ist auch bad. Ist auch schlecht. Reißen das mal bis hier ab. Setzen das hier wieder hin. Machen wir eine Sperre hin. Ja. So. Können sie sich hier noch tummeln? Das ist ein bisschen unattraktiv. Oder? Geht eigentlich. Na egal. Auf jeden Fall kann ich da oben dann mein Zeugs hin platzieren. Die ganzen Leute, die da rumtrampeln müssen. So. Dann kann ich das mal hier hinsetzen. Dann kann ich das hier wegreißen. Weil unattraktiv ist das jetzt nicht unbedingt. Kann ich das mal hier hinsetzen. Wir sind die überall äußerst attraktiv, beziehungsweise sehr attraktiv. Schwankt da immer so hin und her. Gut, dann setzt mal ein. So ein hin. So, dann setzt mal so ein hin. So ein, damit die nicht einstürzen. Das brauchen sie nicht. Das brauchen sie. Das brauchen sie glücklich auch. Müssen wir dann doch mal eine Straße hier hinsetzen. Ja, der ist ja klar, dass der sofort nach oben geht. Ein Tau ist ein Schrein. Hammer, 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 Hammer. Gut. Und dann machen wir mal hier noch so einen hin. Achso, der ist noch hier, ja. Jetzt gehen wir den ein bisschen in der Hand. Rosa, wieso haben wir davon so viel? So, jetzt kann ich euch das zeigen. Die kaufen den schon wieder ein. Genauso wie die hier. Kauft schneller. Was ist mit unseren Farmen los? Ich habe das doch so ausgewogen gemacht. Da müssen wir ein bisschen mehr einkaufen. Wo haben wir denn noch was? Ich weiß es doch nicht. Auf jeden Fall können wir definitiv noch ein paar Seidenrocken mitmachen. Och, was bin ich denn für ein Scheißidiot? Och, das darf doch nicht wahr sein. Ich bin doch so trott. Mach ich doch Seidenrauben hin. Boah, wie bekloppt kann man sein? Ist doch klar, dass die nicht arbeiten. Meine Güte, wie dumm muss man sein? Okay, ich überziehe schon wieder 10 Minuten. Juhu, halbe Stunde Emperor. Na gut, wahrscheinlich werdet ihr ein Bild am Rand sehen. Bis dann, Leute, haut rein und tschüss.